alles drin bis hier am ersten Spieltag. Und auf die nächste Partie sind wir natürlich alle sehr gespannt. Zwei absolute Neulinge und die erste Teilnehmerin bei einer Autoball-Weltmeisterschaft. Zum einen Brasilien, natürlich Rekordmeister im richtigen Fußball, aber hier bei der Autoball-Weltmeisterschaft bisher nicht so gut vertreten durch den Kugelblitz Ailton, der leider auch immer in der Vorrunde ausscheiden musste. Das will Fernanda Brandão natürlich ändern. Und auf der anderen Seite der wohl schönste Mann im deutschen Autoball-Sport, Rurik Gíslason für Island. Also jetzt Brasilien gegen Island und wir sind gespannt, was da jetzt passiert. Dies ist die vierte Begegnung des ersten Spieltags. Brasilien gegen Island. Und für Brasilien startet Fernanda Brandão. Die ausgebildete Musikerin und Tänzerin wurde vor allem durchs Fernsehen bekannt. Als Jurorin bei Deutschland sucht den Superstar oder als Kandidatin bei Schlag den Star, wo sie ihren ganzen Ehrgeiz zeigte. Die emsige Unternehmerin engagiert sich zudem stark in ihrer Heimat gegen Armut. Und heute tritt sie für die erfolgreichste Fußballnation der Welt an. Und für Island tritt an Rurik Gíslason. Der frühere Fußballprofi spielte 15 Jahre in verschiedenen europäischen Vereinen und 10 Jahre für die isländische Nationalmannschaft. Seit seinem Karriereende ist er als Gast in Deutschlands größten TV-Formaten und gewinnt im vergangenen Jahr die Tanzshow Let's Dance. Abseits der Öffentlichkeit ist er erfolgreicher Unternehmer. Und sein letztes Merkmal ist augenscheinlich. Oh, der ist so schön. Wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass der so schön ist. Brasilien gegen Island. Jetzt! Also schöner kann ein Duell an diesem Abend garantiert nicht mehr werden. Der schöne Rurik gegen die wunderschöne Fernanda. Eis gegen Feuer. Also 2018 bei der WM, da wart ihr, du mit deiner Mannschaft, definitiv die große Überraschung. Dass deine Hüften sich auch noch nicht nur im Fußball bewegen können, sondern auch beim Tanzen, das hat uns auch noch alle überrascht, vor allem die weiblichen Zuschauer. Was passiert heute hier bei der Autoball-WM? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe das einmal, also wir haben gestern geprobt. Ich bin gespannt. Ich würde leider weniger sagen, weniger reden und einfach mein Bestes zu geben. Bist du Gentleman? Also Fernanda ist eine Lady? Normalerweise ja. Jetzt? Big Fat No, glaube ich. Okay, Big Fat No. Schauen wir mal, was definitiv die weibliche Antwort aus Brasilien, die noch hier gerade einparkt, was die weibliche Antwort von Neymar aus Brasilien ist. Fernanda Brandão. Hey, Bella. Du musst noch ein bisschen zurückfahren. Ich helfe dir. Einparken, komm. Komm, Parktronic. Ich piepe, wenn du auf meinem Fuß stehst, okay? Bisschen noch weiter, gerade einschlagen. Bisschen mehr rüber. Okay, und jetzt stopp. Da ist die Wand. Fernanda, du bist die erste Frau bei einer Autoball-WM. Respekt schon mal alleine dafür. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Du hast mir gestern erzählt, man riecht mich, wenn ich Gangschaltung fahre. Was möchtest du uns damit sagen? Also ich fahre nicht besonders kupplungfreundlich, aber wie ich das hier beim Training gemerkt habe, hier muss man so fahren, wie man das in der Fahrschule nicht machen soll. Also lieber Fahrlehrer, weggucken. Ich tue heute all das, was du so lange aus mir rausgeprügelt hast und ich hoffe, das reicht für den Sieg. Gib Gas, schieß Tore, los geht's! Los geht's! Mit Fernanda Brandão. Ein herzliches Bom Dia auch an Sie vom Kommentatorenplatz gegen Rurik Gíslason, den Eismann im weißen Gefährt. Fernanda Brandão in der gelben Kutsche, die durchaus TV-Totalerfahrung hat. 2015 mal bei Schlag den Star knapp gegen Sofia Tomala verloren. Jetzt muss sie sich gegen Gíslason durchsetzen. Ja, Fernanda Brandão jetzt schon nach ein paar Sekunden besser als Ailton 2014 bei der letzten Autoball-WM. Gíslason vollkommen von der Leine gelassen.
ist in Miami gewesen, bevor er über Reykjavik nach Hannover gekommen ist zu dieser Autoball-WM. Hat sich da vorwiegend, hat er mir gesagt, mit viel Rosé am Strand vorbereitet, also in Miami. Ja, also beide, würde ich sagen, grooven sich so ein bisschen ein. Vollkommen wild. Vollkommen wild. Also es ist eine unorthodoxe Partie nach einer Minute. Und Gisla Solm schraubt die Partie auf. Der schöne Mann trifft zum 1-0. Ich habe vorhin eine Insta-Story mit ihm hochgeladen. Da haben mir viele, viele Frauen viel Geld geboten für seine Telefonnummer. Rurik, ich habe sie nicht rausgegeben. Die Möglichkeit für Fernanda Brandão, sich neu zu sortieren. Und das sieht gut aus. Also wirklich schon deutlich besser als Ailton, der das letzte Mal für Brasilien gefahren ist. Außerdem hat Fernanda Brandão auch deutlich mehr Hals als Ailton. Und eine Chance. Gisla Solm verteidigt mit seinem schönen Popo. Aber Brandão macht's! Alle Achtung! Fernanda Brandão 1-1. Brandão trifft zum Ausgleich. Die ist dieses Jahr Mama geworden. Und jetzt trifft sie zum Ausgleich. Völlig zu Recht der Applaus für Fernanda Brandão. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Beide haben so ihre ganz speziellen Eigenarten. Was macht der EM-Teilnehmer von 2016 mit Island, Rurik Gislason, der in der zweiten Liga in Deutschland gespielt hat, für Nürnberg und den SV Sandhausen? Der trifft nicht! Es wackelt im Gebälk, aber es war nur der Pfosten. So, verteidigen, das kann er, der Mann, der bei der EM 2016 berühmt wurde, wegen seines Sixpacks und den schönen Augen. Boah, das war komplett wild. Brandão bleibt stehen, Brandão bleibt stehen und Gislason macht ihn. Brandão nimmt's mit einem Lächeln. Das ist die entscheidende Aktion. Aus der Verteidigung raus. Er wartet, bis Fernanda Brandão sich da autoballtechnisch selbst widerspricht. Und dann der Konter. Wir müssen die Bande richten. Die hat Fernanda gerade kaputt gefahren. Während wir noch mal den Treffer sehen hier von Gislason. Das ist der... Ach nee, der Pfostentreffer ist das, ja. Sensationelle Partie, wie ich finde. Und da kann man dann halt auch nichts mehr machen. Man kann da nicht rechts zur Seite und ihn nachstochern. Das ist zu schwierig. Wir gucken uns nochmal Crash-Pilotin Brandão an. Oh, 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 die fährt fast auf die Bande. Und dann kam sie da eben nicht mehr weg. Und das hat die Gelegenheit gegeben für den geduldigen Isländer Gislason, der gewartet hat. Kein Witz, Leute. Der Gabelstapler muss jetzt hier anrollen, weil Brandão mit so viel Krawums auf die Bande gerasselt ist. Das kann sie selbst nicht glauben. Was ist da passiert? Du bist dagegen gefahren. Gegen was? Gegen die Platte und die Verrutschten. Oh. Sie hat es nicht mal gemerkt, die Dame aus
Belo Horizonte, wo sie geboren wurde in Brasilien. Wir müssen uns das nochmal angucken. Das war komplett wild. Und überragend, was Gislason wirklich macht. Er wartet und wartet, weiß, die Ecke ist zu, lupfen kann sie nicht und dann gib ihm. Und mittlerweile ist die Bande auch wieder repariert und wir können weitermachen. 2:20 hat Brandão noch und ich traue ihr den Ausgleich hier durchaus zu. Na, erstmal sauber klären. Boah, das ist ein Crash. Volle Kanne und trotzdem bleibt Gislason und hält drauf. Das Tor hat er sich verdient. Das liebt er. Den Jubel gibt's gratis obendrauf. Voll durchgezogen. Muss man auch erstmal machen, denn tendenziell will man da ja eigentlich abbrechen, wenn man kein Tor machen will. Er will das Tor machen und er macht's. Fernanda Brandão hat Probleme, während Gislason jubelt. Also das Auto von Fernanda Brandão hat Probleme. Und wieder kommt der Gabelstapler, Freunde. Wahnsinn. Wirklich nochmal Publikum bitte. Shoutout an Fernanda Brandão, die eine Riesenpartie absolviert hier, trotz Rückstand. Das gibt's nicht. Und jetzt hat sie ein neues Vehikel. Das Ding ist, sie muss jetzt halt voll auf Offensive gehen. Sie hat nur noch knapp 2 Minuten, um den kleinen Unfall der 3 Gegentore zu reparieren. Kommt er da eigentlich rum? Oh, ganz elegant, der Gabelstaplerfahrer. Alle Achtung! Also, den da so durchzurangieren. Hut ab! Und dann kann es gleich weitergehen. Also wenn ich das jemandem zutraue, hier den 2-Tore-Rückstand wettzumachen, dann Brandão. Fernanda konnte den Ball nicht verteidigen, daher gibt es Einwurf von der Mittellinie. Eins der Spielstand. Bernd Heinemann, ich rufe unseren Referee. Was ist regeltechnisch jetzt los? Das war ja vollkommen wild, Herr Heinemann. Das Tor zählt nicht, weil der Wagen von Brandão nicht einsatzfähig war. Das heißt 2-1. Spiel gebracht und das Tor aberkannt. Er drückt die Tröte. Das heißt, Fernanda Brandão ist wieder vollwertiger Teilnehmer der Veranstaltung und hat eine Möglichkeit, hier noch zum Ausgleich zumindest zu kommen. Es sei denn, Gislason hat was dagegen. Er hat was dagegen. Er stupst ihn an. Und dann legt er Brandão das Ding auf. Eigentor. Das ist echt schwer. Ich saß gestern selber in der Karre. Den kann man nicht mehr wegverteidigen da. Clever. Gislason assistiert zum Eigentor von Brandão. Ruhig, ich rechne dir das als Scorerpunkt auf jeden Fall an. Ja, die Bäckerfaust vom Isländer. Und wir sehen auf der Fläche schon enormen Gummiabrieb. Da wird richtig gehobelt. So, Brandão ist angespitzt jetzt und will ihn unbedingt machen.
Ja, diese alten Getriebe, es ist nicht ganz so einfach, den Rückwärtsgang zu finden. Jetzt findet sie ihn und Gislason findet den Weg nach vorne. Zack, zack, mit isländischer Bierruhe, aber es reicht nicht. Und Brandao hat gelernt, verteidigt das jetzt besser. Boah, was ein Anlauf, was ein Hieb. 4-1. Der mächtigste Anlauf dieser Autoball-WM und was für eine gelungene Gewalttat von Gislason. Zack! Und Brandao kann nur noch hinterher gucken. Eine Minute noch. Checkt sie noch mal ein in die Partie hier, Brandao. Oh, Gislason ist auf dem Weg, hat jetzt eine super Kontrolle. Jetzt wird's deutlich. Super souverän. Ja. Also mit einem Auftaktsieg hat Brandao jetzt vermutlich nichts mehr am Helm. Und Gislason macht ihn mit einem charmanten, eiskalten Lächeln rein. Komm, Fernanda. Hannover, steht doch noch mal auf für Fernanda Brandao. Boah, Gislason, ist der geil auf Tore? Ist der geil? Er macht es! 6-1, der starke Isländer. Er holt das Maximale raus. Nachdem Brandao ja zwischenzeitlich noch zum Ausgleich gekommen ist, wird es jetzt eine deutliche Angelegenheit. Das halbe isländische Dutzend ist voll. Boah, Brandao jetzt mit dem Mute der Verzweiflung. Komm, Fernanda, hau ihn doch bitte irgendwie rein. Ah, Rurik, das wird nicht mehr zählen, das wird nicht mehr zählen. Schluss aus, 6-1 reicht auch. Der Mann, der 2016 und 2017 sogar für die isländische Parlamentswahl kandidierte, kandidiert jetzt zumindest hier mal fürs Weiterkommen. In dieser Gruppe B. Standing Ovations von den anderen. Ja. Eko Fresh reibt sich die Hände auf diese 6 Tore von Gislason gegen eine Fernanda Brandao, die alles rausgehauen hat. Der erste Spieltag geht zu Ende und was waren das für Spiele bisher? Kein Unentschieden. 15 Tore haben wir gesehen, 2 Autos sind kaputt gegangen, 2 Bälle zerplatzt und 2 Außenspiegel ebenfalls. Und erste Tendenzen. Wer sich Hoffnung machen kann auf den Einzug ins Halbfinale. Und Puffy ist ganz weit mit dabei.